Moin, hier ist der Christoph und gerade kam ein Paket von GLS aus Polen und das möchte ich mal mit euch zusammen auspacken. Habe ich die ganze Zeit schon drauf gewartet, habe es auch schon aufgemacht. So. Habe ich die ganze Zeit drauf gewartet, mich riesig drauf gefreut und das möchte ich euch jetzt mal präsentieren. Rechnung. Ja. So. Und es ist mein Streitkolbenkopf. Da ist das gute Stück. Das wird mein neues Projekt. Kampftauglicher Streitkolben. Das Holz habe ich auch schon da. Da werde ich gleich mal ein bisschen anfangen zu schnitzen und schnibbeln. Zum Thema Streitkolben und Wikinger. Streitkolben waren bei Wikinger eigentlich nicht verbreitet, sondern es gab Ausnahmen, ja. Aber bei den typischen Wikinger waren den Streitkolben nicht verbreitet. Aber auf Gotland und bei den Rus-Wikingern waren Streitkolben im Einsatz. Bei den Rus-Wikingern wurden sie von den Reitertruppen eingesetzt, um damit die Helme auf die Helme der Gegner zu hämmern. Der Streitkolben hier war angegeben mit der 12. bis 13. Jahrhundert, aber Knüppel mit einem solchen Kopf wurden schon im ganzen Mittelalter von früh bis spät eingesetzt. Also den hier kann man auch wirklich ohne Probleme im Frühmittelalter einsetzen. Ja. Das Ding hat ungefähr, ja, 800, ja, zwischen 600 und 800 Gramm. Kann ich jetzt nicht so gut einschätzen. Sieben Zentimeter hoch. Und der Durchmesser kann ich hier jetzt auch nicht genau sagen, werde ich gleich mal messen. So, ich werde jetzt anfangen, das Ding mal zusammenzubauen oder das aufs Holz aufzubauen. Und dann zeige ich euch nochmal, wenn es fertig ist. So, bis gleich. So, jetzt bin ich mal draußen, weil das Wetter ist einfach herrlich. Schön sonnig. Einfach top. Habe jetzt mal ein bisschen rumgeschnitzt. Ein Eschenholzstecken hatte ich leider nicht mehr da. Dafür ist es ein Haselnussstecken geworden. Da schön, ich glaube 2-3 Jahre ist der durchgetrocknet und lag beim Wiki-Kollegen im Keller. Den hat er mal dann vermacht und da habe ich mir ein paar einzelne Teile rausgesägt, wieder hinten. Und hier einen schönen rumgeschnitzt. So, und da ist das gute Stück. Das liegt echt klasse in der Hand. Den habe ich hier ein bisschen müssen zurechtschnitzen. Die Feinarbeit mit dem Stiel hat der Vater Schnorres 58 gemacht. Und da oben kommt jetzt noch ein Metallkeil rein. Hatte ich leider nicht mehr da. Und hier unten habe ich angesetzt ein Loch für ein Lederband. Das Teil wirklich klasse in der Hand. Ist schön wuchtig und schwer. Da kann man ordentlich mit semmeln. Das Ganze ist ungefähr von den Fingerspitzen. Ja, also es ist nicht lange. Aber ich finde, es hat gerade die perfekte Größe für eine Keule. Ja, solche Streitkolben sind das ganze Mittelalter über genutzt worden. Vermehrt von den Fußsoldaten, aber auch Reitern. Denn irgendwann war die Entwicklung der Plattenrüstung so weit vorangeschritten, dass man mit Schwert nicht mehr durchkam. Da mussten dann diese sogenannten Panzerstecher her. Und Mordsäxte und Streitkolben. Ja, das Teil, wie gesagt, das habe ich aus Polen. Weil dort sind die Schaukampf- und Freikampfwaffen um einiges günstiger wie hier in Deutschland.
Also ich finde, es ist ein richtig geiles Teil geworden. So. Liegt echt top in der Hand. Mein neues Spielzeug. Wie gesagt, da kommen jetzt noch so ein paar kleine Bearbeitungen dran. Oh, da ist meine Zigarette runtergefallen. So, schreibt mir ein paar Kommentare drunter, wie ihr das Ding findet. Und ja, das Ding ist einfach nur genial. Einfach der Hammer, ey. So. Demnächst folgt noch ein Video mit einem Praxistest wieder. Wobei bei dem Ding wird richtig gesemmelt. Da wird nicht nur der Helm getestet oder irgendein Blechdippen, sondern auch mal schönes dickes Sperrholz oder je nachdem, was ich gerade da habe, wird dann mal schön durchgesemmelt. So. Ich danke euch für's Zusehen. Könnt mal ja drunter schreiben, wie ihr das Ding findet. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.